Guten Morgen, alle zusammen. Moin. Mach Tür zu, schneid rein. Mal auf Uhr geguckt, der Tag ist halb um. Bitte um Vergebung, werte Dame Adele. Ich grüße euch, holde, schöne, die ihr ausharrt zu dieser späten Stunde, um den durstigen und rastlosen Reisenden mit Trost und Hilfe. Ja, auf mit die fiese Matenten. Fiese, was? Was ist mit deinem Deckel? Zahlst du den heute mal endlich? Ach, die Speisen und Getränke. Ja. Selbstredend, gnädigste, ich zahle auf Heller und Pfennig. Na also, geht doch. Sagen wir morgen. Morgen? Fest versprochen. Oder sagen wir übermorgen. In 3 Tagen spätestens. Der macht mich kirre. Ich bin ein Ehrenmann und bleibe nichts schuldig. Doch eine Bitte sei mir gewährt, gnädigste. Meine Abreise wird sich aus verschiedenen Gründen verzögern und ich beabsichtige, diese ehrenwerte Herberge noch einige Tage länger in Anspruch zu nehmen, wenn Sie gestatten. Kehr, jetzt ist aber mal gut. Säufst und frisst dich hier durch, schwingst große Reden und haust garantiert heimlich ab, wenn's mit Schneien draußen aufhört. Ach, wo denken Sie hin, holde Adele? Das trauen Sie mir zu? Mir? Einem Mann mit Würde und Weitblick? Ich habe die ganze Welt bereist und Dinge erlebt, die so unglaublich dass sind. Dass man sie kaum glauben kann, wissen wir. Hast du ja die letzten Tage oft genug erzählt. Baron. Baron? Ja, oder auch Freiherr. Ganz recht. Gestatten Sie, dass ich Sie einlade und Sie erzählen mir weiter von diesen unglaublichen Dingen? Gewiss, es wird mir ein ganz besonderes Pläsier sein. Ich werde gut zuhören. Frau... Durst. Unsere Wirtin heißt tatsächlich Durst. Adele Durst. Durst, genau. 3 halbe für uns. Nein. Frau Adele, bringen Sie meinem Gast etwas zu trinken. Du hast ein Schwein. Sie kommen wohl aus dem Hannoverschen, Herr Baron? Hannover? Nicht ganz. Zu Fuß braucht man von Hannover einen Tag bis zu meiner Heimat. Nach Bodenwerder in Niedersachsen, könnte man sagen, wenn es das schon gäbe. Wohlsein. Zum Wohl, Gnädigste. Ah, das tut gut. Bodenwerder, sagten Sie. Das muss ja kalt sein in Bodenwerder. Wollen Sie den dicken Mantel nicht endlich mal ablegen? Wird er nicht machen. Da pennt der sogar drin. Ja, da wo ich herkomme, da war es kalt. Kälter als hier? Sehr viel kälter. Aber ja, wenn ich so ins Erzählen komme, wird mir gleich warm. Warten Sie. Ich glaube es ja nicht. Er zieht ne aus, den Mantel. Viel kälter war es. Mindestens minus 40 Grad. Alles war steif gefroren. Die Flüsse, die Seen, sogar das Meer. Ja, das hat's bei uns. An der Küste hat's das auch schon gegeben. Und der Schnee lag so hoch, dass man keinen Weg und keinen Steg mehr sehen konnte. Alles war weiß, alles war verschneit. Und der Wind, guter Mann, der hatte es in sich. Erzählen Sie, wo kann es denn so kalt sein? In Russland. In Russland? Das ist am Ende der Welt. Quasi, danke. Und ihr werdet nicht glauben, was mir dort widerfahren ist. Was denn? Raus mit der Sprache. Sag schon. Was ist geschehen? Ich erzähl's. Gern erzähl ich's. Ich ritt auf meinem Pferd im tiefen Schnee. Den ganzen Tag war ich schon unterwegs und sah weder Baum noch Strauch. Kein Dorf, kein Wirtshaus, keine Menschenseele. Es wurde dunkel und eine bleierne Erschöpfung bemächtigte sich meiner. Hä? Ja, ich war müde. Ich wäre fast vom Pferd gefallen. Ich musste schlafen. Also, ist klar. Und dann? Ich grub mir eine Schlafkuhle und fand sogar einen aus dem Schnee ragenden Ast, an dem ich mein Pferd anbinden konnte. Dann legte ich mich zur Ruhe, gehüllt in diesen Mantel hier, und ich schlief sofort ein. Kannst du aber mal froh sein, dass du nicht erfroren bist, wohl? Ja, das stimmt. Bei uns an der Küste. Als ich erwachte, war es heller Morgen und zu meinem allergrößten Erstaunen sah ich... Na was? Sag schon. ...dass der Schnee geschmolzen war. Hey, was ist denn daran so außergewöhnlich? Außergewöhnlich daran war, dass ich plötzlich mitten auf einem Platz lag, vor einer Kirche. Aber wo war mein Pferd?
Ja, wo war das denn nun? Ich hörte Gewieher. Entfernt und jämmerlich. Es schien aus der Luft über mir zu kommen. Und wahrhaftig, oben am Kirchturm, da hing mein treues Pferd. Oh nee, ne? Wie geht das denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber blitzartig wurde mir bewusst, dass es über Nacht getaut haben musste und dass ich in der Nacht über einem Dorf gelagert hatte. Im Schlaf war ich also, ohne es zu merken, sanft und wie auf weichen Kissen hinabgesunken. Und der Ast, an dem ich mein Pferd angebunden hatte, war mitnichten ein Ast. Nicht? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es war die Spitze des Kirchturms, die in der Nacht aus dem Schnee herausgeragt hatte. Wie hätte ich das ahnen können? Und nun hing mein Pferd da oben. Ach, was sollte ich tun? Raufklettern. Die Feuerwehr rufen. Ein neues Pferd kaufen. Warten, bis es wieder schneit. Nein, es musste schnell gehen. Mein Pferd konnte sich kaum noch halten. Ich schob also blitzartig die Reste des Schnees unter dem Turm zu einem weichen Berg zusammen, zog meine Pistole und schoss. Das Zaumzeug riss, mein Pferd fiel vom Turm und landete unverletzt auf dem Schneeberg neben mir. Hör mal, wieder so eine Geschichte. Verarschen kann ich mich alleine. Das ist in der Tat eine, sagen wir mal, unwahrscheinliche Begebenheit. Aber die volle Wahrheit, so wahr ich hier sitze, ich, der Baron von Münchhausen. Baron von Münchhausen? Ja. Ganz schön abgerissen, seine Durchlaucht, was? Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Habe die Ehre und danke Ihnen für die freundliche Bewirtung. Sie müssen wissen, ich habe eine lange, abenteuerliche Reise hinter mir. Fern, fern ist mein Ziel und weit, weit der Weg, der mich in diese... Mit so einem ollen, zerlumpten Zeugs läuft doch keiner rum, der so einen edlen Namen hat. Glauben Sie dem kein Wort. Der Schein trügt. Der liebliche Duft aus Ihrer Küche jedoch nicht, teuerste. Hätten Sie die Güte, mir eine Klitzekleinigkeit zu essen zu reichen? Womit wir wieder bei deinen Schulden wären. Sag mal, hast du denn jetzt Penunsen auf der Tasche oder nicht? Penunsen? Ihr Schotter, Mäuse eben. Geld, sie meint Geld. Ich vermöge über unermessliche Reichtümer, das versichere ich Ihnen. Na, dann ist ja gut. Dann zahlst du jetzt mal wacker deine Rechnung und dann koche ich dir, was du willst. Nun, was soll ich sagen? Ich habe gerade keinen Zugriff auf mein Vermögen. Weißt du was? Das steht da oben auf deinem Kopf, da du keinen Tacken in der Tasche hast. Lassen Sie mal, Frau Adele. Geben Sie ihm eine ordentliche Portion auf den Teller. Das geht auf mich. Ja, von mir aus. Ich verneige mich vor Ihrer Großzügigkeit und ich werde mich erkenntlich zeigen. So wahr ich der Baron von Münchhausen bin. Ja, zeigen Sie sich erkenntlich und erzählen Sie mir mehr von Ihren Abenteuern. Er will an einer Bohnenranke hochgeklettert sein bis zum Mond. Ja, und sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen und haben. Und sein Pferd gleich mit. Also, hier im Gasthof hat man ja wohl schon allerhand von Ihnen gehört, Baron. Ich raste hier für eine Weile. Und wohin geht die Reise? Heim, heim nach Bodenwerder, wenn sie mal weitergeht, die Reise. Ah, elender Schnee. Und dann noch mit der Postkutsche. Irgendwann, das prophezeie ich euch allen hier, irgendwann wird man sich nicht mehr in schwankende Kutschen setzen müssen und tagelang durchgerüttelt werden. Ach, und wie wird man dann reisen? Ja, man wird natürlich fliegende Postkutschen haben und in Minuten schnelle am Ziel sein. Fliegende Postkutschen mit Flügeln! Ja, sicher, Flugzeug. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, und die Keule, haben die dann auch Flügel? Ja, ich rechne fest damit. Doch nun zu meiner Postkutschenfahrt. Die werde ich so schnell nicht vergessen. Warum? Was war denn los? Ja, sag mal, was war denn los? Was ist geschehen? Ich erzähl's. Gern erzähl ich's. Es geschah auf dem Weg nach St. Petersburg, nach Kassel. Natürlich wieder im Winter. In der Kutsche gefror die Atemluft und der Kutscher vorne auf dem Bock war schon ganz steif von der Kälte. Kurz vor Eschwege fuhren wir in einem engen Hohlweg. Rechts und links der holprigen Strecke ging es steil hinauf. Hohe Dornenhecken an beiden Seiten und vor uns lag eine enge Kurve.
Der Kutscher musste also ein Signal geben. Aber als er in sein Horn blies, kam nichts. Kein einziger Ton. Ausgerechnet jetzt kam uns ein Fuhrwerk entgegen und nochmals blies der Kutscher aus Leibeskräften, aber kein Ton kam aus seinem Horn. In letzter Sekunde konnten beide Fuhrwerke bremsen. Sapi, das war knapp. Ja, das hätte auch bös schief gehen können. Ihr sagt es, Männer. Doch nun ging es nicht vor und nicht zurück. Ja, wie sollen die Kutschen denn da aneinander vorbeikommen? Kein Problem. Ich sprang beherzt von der Kutsche und spannte die Pferde aus. Ich nahm mir jeweils eines unter den Arm. Dann federte ich ein wenig in den Knien, zählte bis drei und schon war ich mit einem Satz über die Hecken auf die Anhöhe gesprungen und mit dem nächsten Satz hinter der anderen Kutsche wieder auf dem Hohlweg gelandet. Sakrament! Ja, nicht schlecht. Genauso machte ich es mit der Kutsche. Naja, also... Boah. Ja, das war ganz schön unhandlich, aber es klappte. So hatten wir die Engstelle unversehrt passiert und erreichten bald einen Posthof, in dem wir uns endlich aufwärmen konnten. Etliche Kutscher waren schon im Schankraum und wir tauten langsam auf, als plötzlich... ein Horn erklang. Dann ein weiteres. Und noch eins. Aus allen Signalhörnern der Postkutscher drangen Töne. Sie vereinten sich zu einer Melodie, aber die Hörner hingen ja an ihren Haken. Keiner der Kutscher blies darauf. Rätselhaft, äußerst rätselhaft. Es gibt eine ganz einfache Erklärung. Die Töne waren eingefroren in den Hörnern. Ach, der Kutscher hatte die Töne hineingeblasen, aber die armen Töne hatten es vor Kälte nicht hinausgeschafft. Doch jetzt in der warmen Gaststube waren sie nach und nach aufgetaut und wollten hinaus. Kaum zu glauben. Aber ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ja, ja, alles wahr. Mahlzeit. Langen Sie zu. Vielen Dank. Und dann erzählen Sie weiter. Erzählen? Oh, mit Vergnügen. Aber erst essen. Spielt auf, Musikanten. Er lebt nicht in Bayern und nicht in Westfalen und auch nicht in Thüringen, Hessen, Berlin. Er kann seine Zeche mit Geld nicht bezahlen. Der Schnee schmilzt bei seinen Geschichten dahin. Das ist Hieronymus, das Erich, Freiherr von Münchhausen. Er warf mal ein silbernes Beil bis zum Monde und brauchte es wieder, es war vom Sultan. So pflanzte er eine türkische Bohne, die wuchs in Sekundenschnelle heran. Sie wuchs bis zum Monde, die helfende Ranke. Er kletterte rauf und auf einem Berg Stroh fand er das Beil, doch oh Schreck! Er erkannte, die Ranke war welke, das war leider so. Das ist Hieronymus, Herr Friedrich, Freiherr von Münchhausen. Hab ich das richtig gehört? Ist ja schon wieder so eine tollkühne Sache. Sie waren tatsächlich auf dem Mond. Wie sind Sie denn da wieder runtergekommen? Wenn Ihre Ranke verwelkt war, dann war sie als Seil zum Klettern noch unbrauchbar. Es war ganz einfach. Ich habe mir aus dem Stroh, auf dem das Beil gelandet war, ein Seil gedreht, es am unteren Haken der Mondsichel verknotet
und es dann herabgelassen. Sie sind an einem Seil aus Stroh heruntergeklettert, aber Baron, so ein langes Seil aus Stroh. Das war in der Tat ein kleines Problem. Beim Herunterhangeln an dem Seil stellte ich fest, dass es zu kurz war. Na sehen Sie. Und dann? Er hat das Seil über sich abgeschnitten und unten wieder angeknüpft. So ist er bis nach unten gekommen. Ja, das ist doch ganz einfach. Ja, genau, wie denn sonst? Moment mal, das Seil über sich abgeschnitten? Ja, sicher. Ja. Und unten angeknotet? Ja. Das klingt dann ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich. Ja, natürlich. Sind Sie da nicht abgestürzt? Abstürzen? Oh, das passt nicht zu mir, mein Herr. Ganz und gar nicht. Aber es klingt doch sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Das sehen Sie ja, denn ich sitze ja hier. Fang mal lieber an mit den unermesslichen Reichtümern, von denen du immer redest. Die interessieren mich. Wo sollen die denn sein? Unglücklicherweise in... Griechenland! Italien. Italien. Ja. Ja, weiter weg geht nicht, wohl? Doch, durchaus. Konstantinopel zum Beispiel ist weiter weg. Ach, sag bloß. Baron, Sie sind mir noch mindestens eine Geschichte schuldig, also die aus Konstantinopel. Die würde ich sehr gerne hören. Ja, hat er schon mal erzählt. Ja, schon mehrfach hat er die erzählt. Mit einem Läufer, so schnell wie der Wind. Ja. Und dann ist ja der mit den Superohren mit dabei. Ja, die Superohren. Wenn man so hören können, das wär's. Ich kann den Schützen gut leiden. Der konnte schießen. Oder der mit der Puste. Wind selber machen und dann aus der Nase wehen lassen. Das ist mal was. Den finde ich auch ja, gut. Aber hier, der Stärkste, der war auch stark. Den dürfen wir nicht vergessen. Also hier kennen offenbar alle diese Geschichte. Nun müssen Sie es mir aber auch erzählen, Baron. Ja, ja, komm. Raus mit der Sprache. Was ist geschehen? Ich erzähl's. Gern erzähl ich's. Ich war als Botschafter italienischer, russischer und französischer Regenten auf dem Weg nach... Konstantinopel. Genau, Konstantinopel, der wunderschönen Stadt am... Marmarameer. Türkei! Am Marmarameer, der Stadt, deren Paläste und Moscheen... Golden glänzen! Ja. Im Licht der türkischen Sonne. Türkisch! Ja, danke. Also, herrliche Paläste, exotische Düfte und Genüsse. Es ging um eine äußerst geheime Verhandlung, über die ich... Über die er nicht sprechen darf, weil es ist ja geheim. Ja, ne? Ich durfte also nichts über diese Verhandlungen mit dem erhabenen Sultan nach außen dringen lassen. Weil das ja geheim war. Verstehe. Ja. Ich ritt auf meinem treuen Pferd. Und war noch etwa 2 Tagesreihen entfernt vom Ziel, da... Da kam er. Wer kam? Bitte weiter. Wartet mal. Wie wär's, wenn ihr mitmacht bei der Geschichte? Ja, mitspielen. Das macht mir Vergnügen, versteht ihr? Das ist ein bisschen so wie im Theater. Na, ihr könnt sie doch sowieso schon miterzählen, diese Geschichte. Ja. So, also, richtig, dann wärst du, Heinrich Vietze, jetzt wohl mal der Läufer. Ich? Ja, und den mit der Puste, den kannst du auch gleich mitmachen. Beide? Ja, warum denn nicht? Oh, ja. Ja, hier, und ich? Du, Werner Ahlers, du wärst der Sultan. Hey, der Sultan. Ja, und Sie, Adele, Sie sind der Lauscher. Wenn schon Lauscherin. Die Lauscherin, natürlich, ja. Du, Josef, ja. Du bist der großartige Schütze. Ja, das ist gut. Und den Starken, den machst auch du, Werner. Wie jetzt? 2 Rollen? Ja, Doppelbesetzung nennt man das. Ja, dann mache ich das. Gut, alle bereit? Wo waren wir? Sie ritten auf Ihrem teuren Pferd und da kam er. Richtig. Ich ritt auf meinem treuen Pferd und war noch etwa 2 Tagesreisen entfernt vom Ziel. Da überholte mich ein schneller Läufer. Los, Heinrich, ja, du bist der Läufer. An meinen Knöcheln da hängen Ketten, klirrende Ketten mit Eisenkugeln dran. Ja. Hallo, guter Mann, wohin des Weges? Warum machst du dir das Laufen mit diesen Kugeln so schwer? Bist du ein Gefangener auf der Flucht? Nein. Ich habe es nur gerade nicht so eilig. Ich bin vor einer halben Stunde in Wien aufgebrochen und will nicht zu früh in Konstantinopel eintreffen. Moment mal. Von Wien
nach Konstantinopel sind es gut 1000 Meilen. Zu Fuß braucht man dafür viele Wochen. Ich nicht. Ich brauche wenige Minuten. Das ist zu schnell. Viel zu schnell. Deshalb ja, die Kugeln, sie helfen mir, etwas langsamer zu sein. Und nun kann ich zum Glück sogar anhalten, weil der fein gekleidete Mann hier mich anspricht. Jetzt ihr antworten. Ach so, richtig, ja. Was höre ich? Nach Konstantinopel geht's? Das trifft sich doch ausgezeichnet. Ich bin als Botschafter unterwegs zum Sultan und könnte so jemanden wie dich gut gebrauchen. Willst du für mich arbeiten? Oh ja, freilich, gern. Wenig später kamen wir an einem Kerl vorbei. Wenn schon Kerlin. An einer Dame vorbei, die mucksmäuschenstill im Grase lag. Es schien fast so, als schliefe er ein. Sie! Was? Es schien fast so, als schliefe sie. Ach klar, ja. Fehlt dir was, mein Freund? Freundin! Oh. Nein, ich höre zu. Psst, du hörst zu? Aber wem denn? Ich höre das Gras beim Wachsen zu. Das ist so ein feines, grünsilbriges Zittern und Klingen. Balsam für meine Ohren. Du kannst das Gras wachsen hören? Natürlich, was ist dabei? Ich höre alles, auch in weiter Ferne. Gerade habe ich gehört, was King George II. In England seiner Olle gesagt hat. Und was sagte der? Er will keine Bohnen mehr zum Frühstück. Keine Bohnen? Zum Frühstück? Was will er denn dann essen? Ja, wieso das denn nicht? Ich bat die Lauscherin, mit ihrer erstaunlichen Begabung in meinen Dienst zu treten. Und auch sie... Auch sie willigte freudig ein. Bald darauf hörten wir, richtig, Schüsse. Und trafen hinter einer Wegbiegung auf einen Schützen, der sein Gewehr in den Himmel richtete und immer wieder schoss. Sei gegrüßt, Weidmann. Sag mal, warum schießt du eigentlich die ganze Zeit in die leere Luft? Ich jetzt? Ja, natürlich. Also ich schieß ja nicht in die Luft. Ich treffe jedes Mal. Grad eben. Eben hab ich den Apfel auf einem Kopf von einem Jungen in der Schweiz getroffen. Oha, und das ist echt weit. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja großartig. Ich bin auch Jäger, weißt du, und einer der Besten. Aber so einen Schützen wie dich, den habe ich noch nie getroffen. Willst du uns nicht nach Konstantinopel begleiten und für mich arbeiten? Weidmanns Dank, das tue ich gern. Zusammen zogen wir weiter durch Dörfer, Felder, kleine Städte, Wiesen und Wälder. Und gerade liefen wir durch einen schattigen Zedernwald, als es in den Bäumen neben uns gewaltig zu krachen begann. Da sahen wir einen derben, untersetzten Kerl, der ein Seil zog, das er um den halben Wald geschlungen hatte. Sei gegrüßt. Darf ich fragen, was du da ziehst, mein Freund? Klar darfst du fragen. Ich soll Holz holen für eine neue Scheune, aber ich hab das Beil vergessen. Und ich hab echt keinen Bock, nochmal nach Hause zu laufen. Also muss ich das Beste draus machen. Pass mal auf, Achtung. Und? Alle Bäume auf einen Hauruck entwurzelt. Sogar die großen. Erstaunliche Kräfte hast du. Komm mit nach Konstantinopel. So einer wie du, der fehlt uns noch. Wieso eigentlich nicht? Etwa eine halbe Tagesreise hatten wir noch vor uns, als wir in einen starken Sturm gerieten. 7 Mühlen klapperten auf einer Anhöhe vor uns mit ihren Flügeln. Dabei drehten sich die Räder so schnell, dass mir fast schwindelig wurde, nur vom Hinsehen. Mit letzter Kraft kämpften wir uns den Berg hoch, als der Sturm ganz plötzlich abbrach. Stattdessen war da plötzlich eine Stimme. Entschuldigt, ich habe euch nicht kommen sehen. Ich hoffe, ihr hattet keine Unannehmlichkeiten mit dem Windchen. Windchen? Das war ja wohl fast ein Orkan. Ja, mag sein. Vielleicht habe ich eben etwas übertrieben. Entschuldigung, du?
Ja, ich mache meinem Herrn, den Windmüller, ein wenig Wind, ja, ja. Und wie machst du das? Ich blase Luft durch meine Nase, aber hier muss ich mir ein Nasenloch zuhalten, sonst gäbe es wirklich einen Orkan. Seht ihr? So, ja? Beeindruckend! Guter Mann, ich kann Sie brauchen! Machen Sie mal Flaute! Aufhören! Ja, ist mal gut jetzt! Ich dachte, einen mit so einer Puste, den muss man als Gefährten gewinnen. Und, welch ein Glück, auch dieser Geselle willigte ein. Also hatte ich famose Leute um mich. Einen Läufer, der so schnell war wie kein Zweiter auf der Welt. Eine Lauscherin mit den feinsten Ohren auf diesem Globus. Einen großartigen Schützen, der alles traf, was er ins Visier nahm. Einen Kraftprotz, der Bäume aus dem Boden zerren konnte. Und einen, der Sturm mit seinem Nasenloch entfesseln konnte. Bald erreichten wir Konstantinopel. Endlich! Der Sultan empfing uns in allen Ehren. Die Verhandlungen verliefen erfreulich erfolgreich. Und eines lauen Nachmittags auf einer der herrlich blühenden Rosenterrassen des Palastes nahm mich der Sultan zur Seite. Sultan, Werner! Was ist denn jetzt? Ist der Sultan! Doppelbesetzung! Ich bin doch der Sultan! Doppelbesetzung! Habe ich total vergessen, dass ich jetzt auch noch der Sultan... Baron! Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis unserer Gespräche. Sehr, sehr zufrieden. Das sollten wir feiern, meinen Sie nicht auch? Ich weiß, dass ihr Christen einem Gläschen Wein nicht abgeneigt seid. Sehen Sie hier. Das ist das allerletzte Fläschchen vom besten Tokaier der Welt. Ihr trinkt Wein, Hoheit? Nicht so laut! Natürlich trinke ich als guter Muslim keinen Wein. Aber als guter Gastgeber lasse ich meine Gäste natürlich nicht alleine trinken. Das ist sehr großzügig. Ja, und ich betone nochmals... Das wird der beste Tokaier sein, den Sie jemals genossen haben. Zum Wohl! Zum Wohl, Exzellenz. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht? Ja, nicht schlecht. Bei dir denn nicht schlecht? Ja, wirklich nicht schlecht, aber... Aber? Naja, ich habe in Wien... beim Kaiser schon besseren getrunken. Mein Freund, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Keineswegs. Machen wir eine Wette, ja? Ich verschaffe uns in einer Stunde eine Flasche Tokaja aus den kaiserlichen Weinkellern in Wien, die Ihren hier weit in den Schatten stellen wird. Münchhausen, Münchhausen, Münchhausen. Ich glaube wirklich, Sie faseln Unsinn. Sie flunkern. Aber das hat man mir schon gesagt. Immer für einen Scherz gut, der Baron. Immer für einen Scherz gut. Bei meiner Ehre. Vor Ihnen steht der ehrlichste Mensch auf Gottes... Erde. Schlagen Sie ein. Wenn ich es nicht schaffe, gehört Ihnen mein Kopf. Was setzen Ihre Hoheit dagegen? Gut. Wenn Sie es wirklich schaffen, lasse ich Ihren stärksten Mann in meine Schatzkammer und er darf so viel mitnehmen, wie er tragen kann. Aber ist die Flasche nicht um Punkt 4 Uhr hier, dann hatten Sie, Baron, mal einen Kopf. Top! Was ist denn überhaupt Tokaja? Ja, das ist ein sehr, sehr edler Wein aus Ungarn, Gnädigste. So was läuft hier nicht. Ich nehme an, Sie haben den Läufer auf den Weg geschickt. Exakt. Aber erst schrieb ich ihm einen Zettel für die Kaiserin Maria Theresia und bat sie darin um eine Flasche des Weines, den ich mit ihrem seligen Vater immer zu trinken pflegte. Den gab ich meinem Läufer mit und der rannte los. Natürlich ohne seine Eisenkugeln. Nach einer halben Stunde wurde ich langsam unruhig.
Als die Uhr 3:45 zeigte, begann ich mir ernsthaft Sorgen zu machen. Auch der Sultan schielte immer wieder auf die Uhr und war sich seines Sieges sehr sicher. Münchhausen, genießen Sie Ihre letzten 15 Minuten. Hoheit, ich will mir im Garten ein wenig die Beine vertreten. Erlauben Sie? Ja, jetzt wird Ihnen der Kragen eng, was, Münchhausen? Aber Wette ist Wette. Na, gehen Sie nur. Die Wache passt schon auf, dass Sie nicht davonlaufen. Es war jetzt 4:07 und ich rief die Lauscherin und den Schützen zu mir. Die Lauscherin legte ihr Ohr auf den Boden. Ah, ich weiß, wo er ist. Der Kerl pennt unter einer Eiche vor Belgrad und die Flasche liegt neben ihm. Mein Schütze legte sein Gewehr an und schoss in den Himmel. Sekunden später fielen kurz vor Belgrad tausende Eicheln, Äste und Blätter auf den schlafenden Läufer, der erschrocken die Flasche packte und losrannte. Ich kehrte zurück in das Gemach des Sultans. Ah, Münchhausen, da sind Sie ja wieder. Es ist eine 4:05. Sie sind ein Ehrenmann, dass Sie so pünktlich zu Ihrer eigenen Hinrichtung... Lassen Sie mich durch! Moment mal. Wer wagt es da draußen zu stören? Herein! Guten Tag. Ich bin der Bote. Mit den besten Grüßen der hochwohlgeborenen Kaiserin. Exzellenz, bitte, der Toyota... der Kojote. Der Wein. Münchhausen! Sie sind ja ein Teufelskerl, das grenzt ja an Zauberei. Der Sultan probierte verdattert den Wein und musste sich als Ehrenmann geschlagen geben. Ja, gehen Sie schon. Wie gesagt, so viel wie Ihr stärkster Diener tragen kann, nicht mehr. Moment. Die Flasche, die bleibt hier. Für mich, alleine, teuer genug. Ihr könnt euch vorstellen, wen ich in die Schatzkammer schickte? Den Bläser! Den Schützen! Die Lauscherin! Den Starken doch nur. Ja, selbstverständlich! Und als der wieder herauskam, war die Kammer leer und er trug einen riesigen Sack, angefüllt mit Gold, Silber und Juwelen. Und was für Schätze das waren! Smaragde, so groß wie Hühnereier und Diamanten von unschätzbarem Wert. Schnurstracks eilten wir zum Hafen, nahmen das größte Lastschiff und stachen sofort in See. Wenn ich das richtig sehe, dann folgt uns die gesamte Flotte des Sultans. Tatsächlich! Der Schatzmeister hatte keine Sekunde gezögert und dem Sultan von unserer, Unbescheidenheit berichtet. Aber ich möchte betonen, wir hatten nicht betrogen. Was konnte der starke Mann dafür, dass ein Klumpen Gold für ihn so leicht war wie für andere Menschen eine Feder? Trotzdem schäumte der Sultan vor Wut und schickte die türkische Kriegsflotte hinter uns her. Was tun? Das war ein Fall für den Mann mit dem Nasengebläse. Achtung! Alle festhalten! Und los! Der Windmacher blies zuerst die Verfolger zurück in den Hafen. Und dann kräftig in unsere Segel. So kamen wir in kürzester Zeit nach Italien. Donnerwetter! Italien? Wo ja der Schatz geht's noch is wohl? Wo ist er denn genau? An der Stelle hast du immer aufgehört zu erzählen, obwohl es ja da erst interessant wird. Was geschah mit dem Schatz? Das würde ich auch zu gerne erfahren, Baron. Nun, ach der... oh, dieser Durst. Frau Durst. Ja, nee, ist klar. Wer zahlt? Geht auf mich, geht alles auf mich, ist schon in Ordnung. Ich danke. Also, es verhält sich so, dass die Armut in Italien enorm groß ist und die Zahl der Bettler auf den Straßen unübersehbar. Mein Verstand sagte mir, bringe den Schatz über die Grenze. Aber mein gutes Herz schlug für die Armen und ich gab einen großen Teil meines Vermögens an sie weiter.
Wohlsein. Dafür kommst du dann ja vielleicht im Himmel. Und der Rest vom Schatz, war dies mit dem? Ein Teil wurde mir bedauerlicherweise auf der Reise nach Rom von einer üblen Räuberbande gestohlen. Also bist du doch pleite. Auf gar keinen Fall. Ich habe noch etliches überbehalten, nur jetzt gerade nicht zur Hand. Aufgrund der Umstände und der Ereignisse. Kehr. Ich finde Ihre Erzählung äußerst interessant und würde mich über weitere Berichte freuen, Baron. Für Sie, Hieronymus. Und wie ist Ihr werter Name? Gottfried. Zum Wohl. Was berichteten die Herrschaften hier eben noch? Sie haben sich, Hieronymus, an ihren eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen. Stimmt, das hat er. Ja, und auch sein Pferd, nicht? Ja, das stimmt. Hier, pass mal auf. Hör mal zu, alle Mann. Wer macht da hoppe, hoppe Reiter nah am Graben? Wer hat kein Licht am Pferd und kann deshalb nichts sehen? Wer prescht da durch den Wald und will den Hasen jagen? Wer bleibt beim Sprung über den Sumpf in der Luft stehen? Das ist Hieronymus, Karl Friedrich, Freiherr von Münchhausen. Wer macht da Plumps im Sumpf und versinkt bis zum Halse? Wer sieht sein Ende nahen und packt sich selbst am Schopf? Wer zieht sich und sein Pferd daraus an seinen Haaren? Wer hatte danach auch weh, vor allem viel am Kopf? Das ist Hieronymus, Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind Sie also mit Ihrem Pferd im Morast versunken und haben sich und das schwere Tier an Ihren eigenen Haaren wieder herausgezogen? Ja, das war eine Leistung, die mir so schnell keiner nachmacht. Ja, in der Tat. Aber das war ja noch nichts gegen meinen Sturz in den Ätna. Das ist ein Vulkan in Italien. Sizilien ist in Italien. Den Sturz in einen aktiven Vulkan kann kein Mensch überleben, Baron. Hieronymus. Also hier, der Baron, der wollte den Berg doch bloß erforschen. Wollt ihr die Geschichte auch noch hören? Ja, auf jeden Fall. Unbedingt, was für eine Frage. Erzähl. Was ist geschehen? 3 Wochen hintereinander hatte der Vulkan fortwährend Feuer, Asche und glühende Lava gespuckt. Ja, und erst ist er 3-mal um den Krater rumgelaufen. Und dann wollte ich mir doch einmal die innere Einrichtung des Vulkans genauer ansehen. Und deshalb ist er näher und näher rangegangen an den Kraterrand. Ah, es war so heiß, dass ich oft beide Füße gleichzeitig in der Luft halten musste. Aber das ist doch unmöglich. Jetzt übertreiben Sie. Und dann ist er gesprungen. Na, gefallen, vermute ich, beim beide Füße gleichzeitig in der Luft halten. Gefallen? Wo denkt ihr hin? Ich bestehe darauf, gesprungen bin ich. Aber ich hatte die Tiefe wohl etwas unterschätzt. Ich fiel und fiel und fiel. Es wurde heißer und heißer, je tiefer ich fiel. Glühende Kohle und Lava versenkten meine Wimpern, lodernd brannten meine Augenbrauen. Und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich endlich landete. Wie froh war ich, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich konnte nicht sehen. Aber aus dem Dunkel pochte, polterte und schrie es. Darunter mischte sich abscheuliches Fluchen und Lärmen, gerade so, als wäre ich direkt im Höllenschlund gelandet. Ich rief in das Dunkel, hallo! Hört mich jemand? Hallo! Ist da wer? Plötzlich wurde es hell. Pops, Blitz und 3-mal schwarzer Donner! Wer bist du? Und was hast du in meinem Wohnzimmer zu tun? Ihr werdet es mir wahrscheinlich wieder nicht glauben. Ich glaubte es ja vorher selber nicht. Aber es war der Gott Vulcanus, der da vor mir stand.
Neben ihm zwei der Zyklopen, die zu seiner Dienerschaft gehörten. Die mit dem einen Auge auf dem Kopf. Hallo. Und die liebreizende göttliche Venus. Ich. Ah, wie durch ein Wunder heilten all meine schmerzenden Wunden in wenigen Sekunden. Und Vulcanus war freundlich. Sei mein Gast und fühle dich wie zu Hause. Man bekommt so selten Besuch hier, weißt du, Venus. Hol Wein und Nektar und schmeiß etwas auf den Grill. So war ich also Gast beim Gott des Schmiedefeuers, tief unten im Bauch des Ätna. Seine liebreizende Gattin Venus umhegte und umpflegte mich. Jeden Wunsch las sie mir von den Augen ab. Noch ein auf Vulkanfeuer gegrilltes Hühnchen. Oh. Mir wird noch heute schwindelig, wenn ich an diese glücklichen Stunden denke. Noch ein würziger Wein vom Südhang des Olymp. Ich litt weder Hunger noch Durst und lernte außerdem noch allerhand Nützliches über die Vulkanologie. Meine Leute sind nicht die hellsten, verstehst du? Und wenn sie mal wieder besonders dämlich sind, wenn sie beim x-ten Male nicht kapiert haben, welche Hitze das Feuer haben muss. Ach, wenn sie einfach alles versemmeln. Wenn sie begriffsstutzig wie rohe Kartoffeln und dumm wie Blumenkohl sind. Ja, du hast ja recht, Venus, meine Göttliche. Also, was ich sagen wollte, wenn mich diese Zyklopendeppen so dermaßen auf die Palme bringen, da platzt mir hin und wieder der Kragen und dann bewerfe ich sie mit glühenden Felsen oder einer ordentlichen Packung Lava. Das lassen die sich aber nicht gefallen. Schmetter das Zeugs ab und rauf damit in den Krater. Und so entsteht dann, was ihr Menschenkinder einen Vulkanausbruch nennt. So weite mich Vulcanus nach und nach in die Geheimnisse seines göttlichen Waltens ein. Es war höchst lehrreich und kurzweilig, ich gestehe offen. Es hat mir noch nirgendwo so gut gefallen wie in diesem unterirdischen Palast des Vulkanus. Noch etwas vom Nektar und vielleicht noch ein paar gebrannte Mandeln. Aber was ich noch viel mehr schätzte, war die Gesellschaft seiner unvergleichlichen Gemahlin. Immer wenn Vulcanus in der Schmiede arbeitete, leistete sie mir Gesellschaft, unterhielt mich aufs Amüsanteste mit Klatsch und Tratsch aus dem Olymp und verwöhnte mich mit allerlei Köstlichkeiten. Perseus hat nämlich die Medusa erledigt. Ah. Ich konnte die eh nicht leiden. Die und ihre Schwestern, schreckliche Frisuren. Noch ein bisschen Götterspeise. Das ging eine ganze Zeit so, bis leider... Ja? Ja. Bis diese schwachsinnigen Zyklopen Vulcanus gepetzt haben, dass sie Venus und mich haben Händchen halten sehen. Wisper, Wisper, Wisper. Was, 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 was? Händchen haben sie gehalten. Ja, ganz doll. Ja. So. So. Ah! Du undankbarer Sterblicher, wie kannst du es wagen? Vulki. Genau wie wir gesagt haben. Ja. Aber Vulki, es ist gar nicht, wie du denkst. Aber, was ist denn nur? So nutzt du meine Gastfreundschaft aus? So hintergehst du also mich, den Gott Vulcanus? Ich verstehe nicht, bitte, man kann doch über alles reden. Schweig, du elendiges Erdengewürm, du! Wirst nun auf dem schnellsten Wege dahin zurückkehren, woher du gekommen bist. Ach, Vulki. Dann packte er mich, als sei ich eine Feder, und trug mich in eine abgelegene Kammer. Dort öffnete er eine Klappe im Boden und schleuderte mich in einen Abgrund. Mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit fiel ich und fiel tiefer und tiefer und immer noch tiefer. Welch dramatische Wendung!
Wie konntet ihr das überleben? Irgendwann verlor ich die Besinnung. Als ich aus der Ohnmacht erwachte, trieb ich auf einem Meer, dessen trostlose Unendlichkeit nur das Strahlen des Mondes erhellte. In der Ferne entdeckte ich einen Felsen, und da ich ein guter Schwimmer bin, konnte ich mich dorthin retten. Das Glück blieb mir hold, denn schon am nächsten Tag bemerkte ich in der Ferne ein Schiff. Ich winkte mit meinem Hemd und ich schrie so laut ich konnte: Heyo! Zu Hilfe! Hallo! Ahoi! Mann über Bord! Und wahrhaftig, das Schiff steuerte auf mich zu! Aber wie kommen Sie denn auf diesen gottverlassenen Felsen? Sind Sie über Bord gegangen oder hat man Sie hier ausgesetzt wegen Meuterei womöglich? Oder haben Sie Schiffbruch erlitten? Welche Frage zuerst? Das ist mir jetzt egal. Gut, gestatten. Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, können Sie mir möglicherweise die Position des Schiffes nennen, Kapitän? Sicher kann ich das, mittenmang in der Resizee, ne? Ah, dann erklärt sich alles. Oh. Er ist nämlich vom Ätna mitten durch die Erde bis in die Südsee auf der anderen Seite von der Welt gefallen. Und Sie können sich kaum vorstellen, was ich für einen Durst hatte. Durst hatte. Ja, gerade jetzt, da fühlt sich das genauso an wie damals. Frau Adele, zwei halbe. Und wer zahlt mir das? Ja, geht auf mich. Schön doof. Danke, Gottfried. Nein, Sie sind ein wahrer Freund, ein guter Mensch. So einer wie der Kapitän von der Roten Marianne, obwohl der Captain mich sehr verletzte, denn er zweifelte an meiner Aufrichtigkeit. Das ist aber mal taudicke Seemannsgarn, ist das. Vom Ätna durch die Erde fallen und in der Südsee wieder auftauchen. Entweder du spinnst oder du hast Fieber. Dann komm mal erstmal an Bord. Oder willst du lieber hier bleiben auf deinen Felsen? Der Kapitän nahm mich an Bord und ich wurde mit allem versorgt, was ich brauchte, um wieder zu Kräften zu kommen. Ach, Gott der Wetter, dass ein Mann so viel erleben kann. Dass ein Mann so viel rumspinnen kann, meinst du wohl? Alles die reine Wahrheit und nichts als die. Hey! Habe ich eigentlich schon von meinem Flugabenteuer berichtet? Das mit den Enten oder das mit den Ballons? Nein, ich meine das mit der Kanonenkugel. Nee, hast du nicht. Kanonenkugel? Da sind wir aber mal gespannt. Dann leg mal los, Baron. Ja, erzählen Sie, was ist geschehen? Ich erzähl's gern, erzähl ich's. Aber das ist für heute die letzte Geschichte. Es geschah während des russisch-österreichischen Türkenkrieges. Wir lagen vor Utschitska. Die Stadt war eingenommen worden von den Osmanen. Der Feldmarschall suchte einen Freiwilligen, der bereit war, die Lage in der besetzten Stadt auszukundschaften. Und wer wäre da besser geeignet gewesen als... Du natürlich. Genau, Frau Adele, woher wussten Sie das? Och, Eingebung. Ohne besonders lange nachzudenken, stellte ich mich neben die größte Kanone. Gerade war sie auf die Festung gerichtet worden und der Kanonier zündete. Und als die Kugel aus dem Rohr flog, sprang ich auf und flog auf die Stadt zu. Ich flog also auf der Kanonenkugel. Die Stadt kam näher und näher und in mir wuchsen plötzlich Zweifel. Ja, was passiert denn wohl, wenn ich dort drüben ankomme? Man wird mich vermutlich nicht wie einen ersehnten Gast empfangen und womöglich sogar einkerkern. Aus den Zweifeln wurde Sorge und ich ärgerte mich das erste Mal in meinem Leben über mich selbst und auch über mein Pflichtbewusstsein gegenüber dem Feldmarschall. Und genau in diesem Moment kam mir von der feindlichen Festung eine Kugel entgegengeflogen. Ohne lange nachzudenken, hüpfte ich von der einen auf die andere Kanonenkugel und flog damit zurück in unser Lager.
Ja, und da bist du natürlich völlig ohne Beule gelandet. Das Resultat von Kunst und Können, Frau Adele. Sowie Geschick und natürlich Glück. Zweifeln Sie etwa an meiner Redlichkeit? Du flunkerst doch, dass sich die Balken von meine Diele biegen. Und hör mal, ist spät. Ich mach gleich zu. Was ist jetzt mit der Zeche? Wenn du hierbleiben willst, bis der Schnee schmilzt, dann muss... Frau Adele, ich habe einen Vorschlag. Herr Hieronymus, zu Diensten. Lassen Sie sich auf einen kleinen Tauschhandel ein. Ein Tauschhandel? Lassen Sie hören, Gottfried. Ich zahle hier Ihre gesamte Zeche bei Frau Adele und Sie stellen mir Ihre Geschichten zur Verfügung. Wenn's denn mehr nicht ist? Was wollen Sie denn damit? Oh, nichts weiter. Vielleicht schreibe ich sie auf und gebe ein kleines Lesebändchen heraus oder ich mache ein Bühnenspiel. Hier, Hieronymus, ich habe schon mal einen Vertrag aufgesetzt. Da müsst ihr jetzt nur noch bitte hier unterschreiben. Ja gut, dann unterschreibe ich mal. Bitte mit vollem Namen und Titel. Also, Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Danke. Und nun unterschreibe ich auch noch. Gottfried August Bürger. Frau Adele, eine letzte Runde. Ja. Letzte Runde. Kehr. Kriegt der alles bezahlt, nur weil der gut flunkern kann? Das muss ich mir auch mal überlegen.